Herzlich willkommen zu dem Video. Ich habe meine GoPro dabei. Ich bin heute am Siebenbächleweiher und was einigen auffällt, ich habe einen Zaun gebaut. Hier so ein Tor. Da braucht man aber kein Schloss. Einfach öffnen und schon kann man da rein. Als schmaler Mensch. Ich habe da so einen Torbogen gebaut gestern noch. Woraufhin es ziemlich spät wurde, wo ihr gestern ja hier nur schwarz gesehen habt mit der GoPro, wo ich da unter Wasser gefilmt habe. Das ist nämlich wasserdicht. Das ist eine Ultrasport. Also anmachen geht hier hinten. Jetzt läuft sie. Und wenn ich hier einmal drauf drücke, jetzt ist Foto. Und wenn ich hier drauf drücke, blinkt das rote Lämpchen, dann ist Video. Und zoomen geht hier, so ist näher ran und so ist weniger nah. Und mit der werde ich jetzt unter Wasser filmen und dann ist das Video, was ihr hier seht, ist das 7 Abonnenten Special. Ich habe nämlich hier 7 Abonnenten gekriegt und ja, das Video werde ich jetzt aufnehmen, wenn man da was sehen sollte. Da war gerade ein Frosch. Wenn man da was sehen sollte, werde ich es auch im Kanal tun. Das Tagsüber-Video vom Siebenbächleweiher unter Wasser. Ja, das ist das 7 Abonnenten-Special, was ich jetzt hier aufnehmen werde. Das filme ich auch nochmal. Das ist das 7 Abonnenten-Special. So. Und ja, für 7 Abos, aber ja, also da werde ich was über den Siebenbächleweiher erklären und wieso der so heißt. Dann muss ich jetzt erstmal hier reingehen. Dann kann ich nämlich unter Wasser filmen. Dann haben wir hier diesen Tisch. So, dann filme ich mal unter Wasser. So wie es aussieht, sieht man diesmal was unter Wasser. Es war nur gestern, weil es so dunkel war. Warte. Dann filme ich jetzt hier nochmal. Also, dann fange ich schon mal an zu erklären. Und zwar heißt der Siebenbächleweiher, weil ihr wisst das ja, hier läuft der am Bach und über den muss man, um hierher zu kommen, 7-mal drüber, um hier so weit hier bis hier zu kommen, sogar 8-mal, aber standardmäßig sind es nur 7-mal Feldwege, die ohne Brücken drüber gehen, deswegen heißt die ganze Landschaft hier Siebenbächle. So. Den Siebenbächleweiher kannte ich vorletztes Jahr am Anfang noch gar nicht. Also, ich bin im Fischereiverein Marktoberdorf und wir waren da an der Wertach, kurz vorm Wasserkraftwerk Ebenhofen waren wir da und haben da Fische besetzt an der Schwabenstraßenbrücke, wo es nach Ebenhofen reingeht. Und Hallo, ich hab's doch bisher auch gemacht. Also auf jeden Fall, wir waren dann da an der Schwabenstraßenbrücke, an der Wertach, wo es nach Ebenhofen reingeht. Und da habe ich meinen Freund getroffen und der hat gesagt, wir gehen am Weiher und er wird mir zeigen, wo der ist. Anfangs dachte ich noch so, der Rettensee ist vorm Korbsee. Da, das ist, mein Freund hat ja einen Onkel. Und dem einen Onkel von ihm hat vorher der Sträucherweiher gehört. Aber, also nicht gehört, sondern der hat den halt benutzt. Aber der andere Onkel von meinem Freund, der hat ja
Also, der hat ja auch einen Weiher und das ist der Reppensee. Der ist vorm Korbsee. Habe ich noch nie erklärt. Und da dachte ich erst, dass mein Freund diesen Weiher meint. Ich habe ihn dann aber auch gefragt, ob der Reppensee heißt. Dann sagt er, nö. Dann wusste ich erstmal gar nicht, was er meint. Und dann am nächsten Tag hat er mir gesagt, am Siebenbächleweiher. Und da fährt er aber nicht hin. Und dann so hier, so Siebenbächleweiher. Hä? Und dann auf einmal ging das Ganze komplett schnell. Also, er hat mir vom YouTuber Clash King erzählt, dass der hier den Weiher, dass der da immer ist und da immer irgendwas gebaut hat. Und ja. Und da, dann habe ich halt ihn gefragt, ob es den Siebenbächleweiher wirklich gibt. Und dann hat er gesagt, ja, den gibt's. So, und dann sind wir aber nach Siebenbächle gegangen und haben da gesucht und haben da ewig nichts gefunden. Und irgendwann haben wir dann diesen Weiher gefunden. Und dann habe ich gefragt, ob das der Siebenbächleweiher ist. Und dann hat er erstmal gesagt, nein, weil er es nicht wusste. Und dann irgendwann habe ich ihm den Weiher hier gezeigt. Dann sagt er, ja, das ist der Siebenbächleweiher. So, und so habe ich ihn gefunden. Und bevor ich ihn gefragt habe, ob das der Siebenbächleweiher ist, habe ich hier so eine Randsteinbefestigung, ich weiß nicht, ob man es jetzt schon noch sieht, ist ziemlich alt, habe ich gebaut und dann habe ich diesen Klappsteg gebaut, also erst den normalen Steg, der ist ja dann beim Test kaputt gegangen, dann den Klappsteg und dann in diesen Zaun und dann diese Sitzgruppe und dann dieses Tor und dann den Torbogen. Und dann war auf einmal fertig. So, ich weiß nicht, was jetzt noch alles kommt. Wahrscheinlich hier noch so ein Überlauf. Also, ich kann euch das mal von oben zeigen. Von dem Bach kommt der Ausdruck Siebenbächle. Hier ist es ein bisschen gebrochen, das müssen wir auch reparieren. So schaut es mit zu in einem Tor aus. Ich gehe jetzt mal zur Seite. Das ist nämlich das ganze Grundstück hier. Mit Drohne könnte ich das jetzt noch verfolgen. So. Also. Und anfangs war ja geplant, dass ich hier irgendwo einen Mönch hinbaue und genau, also ich habe ja hier einen Mönch, also einen Ziermönch, der funktioniert nicht wirklich, sondern es ist nur, dass es so aussieht, als wäre da einer, den habe ich als allererstes gebaut, aber dann wollte ich wirklich einen Mönch bauen, weil ich will ja da einen Wasserzufluss bauen. Dann wurde mir gesagt, nein, dann wird der undicht. Stimmt's? Auch wenn man Wasserzufluss baut. Genau, also auch wenn man Wasserzufluss baut, würde der angeblich undicht werden. Und deswegen haben wir uns da umentschieden, dass wir es doch nicht machen. Aber vergrößern und vertiefern werden wir ihn auf jeden Fall. Und zum Ablassen, zum Abpumpen irgendwie müssen wir uns irgendeine Lösung bauen. Vielleicht so eine kleine Pumpe mit Autobatterie betrieben. Die muss man dann halt immer wieder mit heimnehmen und aufladen. Okay. Dann war es das eigentlich schon. Ach nee, ich wollte ja noch den Klappsteg präsentieren.
Das ist das alte Holz vom alten Steg. Und wollte ich noch den Klappsteg präsentieren. Wir haben hier so einen Zugang gebaut. Und dann kann man das hier von... Da geht mit einer Hand schwer losmachen und dann kann man den runterklappen. Und dann kann man hier drauf gehen. So. Das zum Klappsteg. Also, das könnte man, die Seile könnte man noch weiter raus machen, dann schaut es toller aus, aber ist auch gut so anfangs. So, dann mache ich ihn jetzt wieder hoch. Da lege ich die Kamera mal kurz hin. Und abonniert weiter, dann gibt es noch ein Special. Und das größte Special wird im Herbst dann kommen, wenn ihr weiter abonniert. Das wird das Abfischen der Fischereivereinsweiher vom Fischereiverein Markt Oberdorf sein. Aber wenn ihr bis da nicht abonniert, dann wird es das trotzdem geben, aber dann werde ich mir wieder was Neues ausdenken und tschüss! Dann abonniert fleißig, dann kriegt ihr ein Channel-Mitglied. Dann seid ihr ein Channel-Mitglied, genau. Und tschüss!